kommt der tödliche Superkontinent. Die Erde sah nicht immer so aus wie heute. Auch die aktuelle Lage der Kontinente wird sich durch die Kontinentalverschiebung weiter verändern. In den nächsten 250 Millionen Jahren wird sich die Landfläche zu einem neuen Superkontinent zusammenballen, genannt Pangaea Ultima. Ein Forschungsteam hat 2023 die klimatischen Bedingungen auf diesem Superkontinent berechnet. Diese sehen für den Menschen und andere Säugetiere nicht gut aus. Auf der gigantischen Landfläche würden Temperaturen zwischen 40 und 70 Grad Celsius herrschen. Eine lebensfeindliche Umgebung ohne Nahrungs- und Wasserquellen. Nur zwischen 8 und 16% der Landfläche wären für Säugetiere bewohnbar. Entschieden zu wenig für mehr als 5400 Arten. Die Folge wäre das nächste Massenaussterben. Ähnlich wie vor 66 Millionen Jahren, als die Dinosaurier von der Erde verschwanden. Aber das wird erst in unvorstellbar weit entfernter Zukunft passieren.